Herzlich willkommen, hier ist Ihr humoristischer Wochenausgang mit Gerold Rudle, Eva Marolt, Clemens Maria Schreiner, Thomas Maurer und Viktor Gernot. Falls ihr das Wochenende nicht vorhabt, ihr könnt feiern. Ja? Ehrentag der Pinguine, morgen. Übermorgen gleich Ehrentag der Hörnchen. Hm? Das wird ein Wochenende. Eichhörnchen oder? Hörnchen allgemein, ja, die kleinen Nagetiere allgemein. Eichhörnchen ist so quasi eine Hörnchenart. Ne? Okay. Nullen, die Nullen sind allgemein, die Nullen? Ja. Die Hörnchen sind auch kein Problem. Ja, ja. Und sagen nicht die Pfiffke zu Kipferlhörnchen? Ja, kannst du auch am Sonntag kann man auch feiern. Kannst du alles feiern. Wie ist ja Pinguine, deswegen habe ich auch Pinguine, sind eigentlich Seevögel. Die Kälte gewöhnt. Super. Ja. Und passend dazu möchte ich euch wissen, was ist ein Abwedler? Ein Abwedler? Ein Abwedler. Ah, das ist, wenn man zum Beispiel nicht mehr wirklich pinkelt, sondern nur mehr morst. Was ja manchen Leuten passiert. Worauf beziehst du dich? Auf Menschen älteren Semesters oder auch Leute, die sehr viel Radl fahren. Mhm. Es ist dann bei denen auch, das wird alles abgesperrt und dann tun die hauptsächlich nur mehr so morsen. Aber sie sind nie ganz sicher, wenn sie fertig sind. Und vorsichtshalber einmal noch abwedeln und dann der kleine Abwedler. Wie kommst du auf sowas? Ja. Wie kommst du auf sowas? Aber es gibt es auch in einem anderen Segment, also aus dem gleiche Personengruppe, ältere Herren, kann natürlich auch besonders gut danken, ja, weil dieses Abwedeln, wenn der Tank voll ist, schon automatisch drin haben, also die botzen dann nicht die halbe Tankstelle. Burschen, ich bin so froh, wenn ihr mit euren Problemen zu mir kommt. Das ist jedes Mal schön. Ja, lach nur. Ich lach nur in ein paar Jahren. Ja. Wirst du auch abwedeln. Das Vertrauen, das da entgegengebracht wird. Aber der Abwedler ist jetzt nicht zum Beispiel ein Skilehrer, der dann so beim letzten Abschwung dann irgendwie noch so vorbei wedelt und dann abschwingt. Also zuerst abwedelt quasi. Abwedeln, also du meinst, es gibt. Wie das Auslaufen bei den Fußballern, die spielen ein Match, ja, und dann sagt der Trainer, jetzt geht es noch eine halbe Stunde locker laufen, damit sich die Muskulatur löst. Sagt der Skilehrer, ne, Burschen, jetzt geht es dann noch ein bisschen. Abwählen. Abwählen, okay. Aber das ist doch, wie nennt man das, wenn man das, diesen letzten Schwung, das Abkehrschwung? O-Christel. O-Christel, na genau das. Ja. Ewigkeiten nicht mehr gehört. O-Christel. Schanzhocke, abwählen. Ja, ja, und abwählen. Oder ich kann mir auch vorstellen, so in einem Skigebiet, wo irgendwie schon Erwachsene erst mit dem Skifahren anfangen, ja, und da reden die Skilehrer am Nachmittag untereinander und sagen, na und wie geht es deiner Gruppe, die drei deutschen Herren Mitte 60, die Skifahren anfangen? Und sagen, ja, zwei fahren noch, einer hat schon abgewedelt. Gut möglich. Ja, oder? Es kommt vom Reinigen. Es gab ja also früher in bürgerlichen Wohnungen aber diese großen Staubwedel, großen Vogelfedern. Und weiß nicht, heute zum Beispiel, wenn du in der Kirche Großputz machst vor Ostern, das hat man ja auch, diese Federwisch. Ja. Und dann sagst du, tunst mir doch bitte die heilige Theresa von Aquileia abwedeln, sagst du zum Messner. Ja. Weil die Leute glauben schon, die hat Schuppen. Weil da liegt ja, aber der Messner sagt nachher so, was mache nicht ich, da hole ich den Abwedler. Genau. Das ist dann der Messner, wenn er einen Dienstvertrag hat, wo Abwedeln dabei ist. Ja, genau. Aber ich meine, da kann man jetzt über moderne Sakralarchitektur kann man diskutieren, aber in dem Fall ist es schon praktisch, Wotruper Kirchen wird einfach von innen und außen Sand gestreut. Und ich möchte mich auch einbringen. Eva, hallo, servus. Ja, grüß dich. Eva, du musst sagen, hallo Gruppe. Ja, hallo. Mein Name ist Eva. Hallo Gruppe. Hallo Eva. Hallo. Und auch ich habe Pointen. Hallo Eva. Ja. Ja, das war's. Danke, das war's. Eva. Nein, mit einer Idee. Ich spüre die ganze Zeit, dass das ein Vogel sein könnte. Ein Abwedler? Ja. Mhm. Was macht der dann, sagen wir? Ja. Na, der moderiert gleich wieder mit. Nein, entschuldige. Nein, das ist ja, ich verstehe es ja. Den Drang, seit du mich ja einmal letztes Jahr. Nein, das passt ja. Nein, ein Vogel. Ja.
der abwedelt. Das heißt, er bremst sie ein, weil er in den Horst fliegt oder zu seinem Nest hinfliegt. Also damit so abwedeln, das ist wie abbremsen. Ja, genau. Wenn der Falke so im Sturzflug kommt und dann gut, wedelt er an, dass er nicht ungespitzt... Muss, aber sonst fliegt er ungespitzt ins Nest. Das ist aber nur der eine Falke, der es nicht kann. Mhm. Weil die anderen machen es ja immer so total elegant und dann kommt der eine, schaut auch ab. Das ist, weil du es nur... Du kennst das nur in der Zeitlupe aus Universum. Also, ich weiß ja nicht, was ich da jetzt zuerst alles belohnen soll, die Eva, die das auf den Fell gebracht hat, den Thomas. Ich hab nichts, ich war nicht lustig. Du warst nicht lustig? Nein, du bist immer aber lustig. Aber Bernhard und Bianca Albatros Airlines, der hat einmal, der ist auch mal so gelandet. Der ist ja Abwedler. Stimmt. Genau, ja, wunderbar. Aber ist es Tierwelt? Nein, überhaupt nicht. Ich glaube. Nein, ich überlege nämlich die ganze Zeit schon und irgendwas. Brav, klickt. Bravo. Ja, gell? Ja. Ich bin nämlich letztens draufgekommen, das hilft da. Also es ist, ja. Was hilft da? Ein bisschen nachdenken. Spinnst du? Da war er die in 14 Jahren nicht draufgekommen. Ja. Wirklich? Jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit. Was gibt es Neues, Niveau etablieren? Komm, eine Antwort nehme ich noch und dann zeige ich dann. Aus der Fotografie kommt es nämlich. Wieso kommst du jetzt, weil ich da eingegriffen habe? Nein, das habe ich mir vorher schon, wegen am Nachdenken, nicht wegen am Eingreifen. Und das ist, es hat damit der Belichtung zu tun. Jetzt weiß ich nicht, ob man damit nachbelichtet oder nachdunkelt, aber eins von den zwei Sachen ist. Das Lustige ist, ihr kennt es wahrscheinlich alle. Ich kannte einen Abwedler. Aber ich hätte ihn natürlich als spätes Kind der digitalen Revolution, ich hätte ihn in den Photoshop getan. Ja, und da gibt es ihn, ich zeige euch das. Den Abwedler. So, das Abwedlerwerkzeug. Und den Abwedler gibt es aber wirklich, nämlich auch im analogen Zeitalter, also wie man Bilder noch in der Dunkelkammer hergestellt hat, von Negativen quasi auf Fotopapier projiziert mit Licht. Und da hast du, wenn du das Negativ angeschaut hast, dann hast du gesehen, das ist jetzt ein bisschen zu dunkel, das möchte ich aufhellen. Dann bist du während des Belichtungsvorganges mit dem Abwedler, hast du das vor dieser Stelle während des Belichtungsprozesses hin und her gewedelt, um so quasi diese Stellen aufhellen zu können. Und das ist das Abwedlerwerkzeug. Ich hätte aber trotzdem noch eine zweite richtige Antwort. Und zwar? Das gibt es nicht. Es gibt nur eine richtige Antwort außer mir. Ich habe relativ lang die Kombination Kind und kleine Kinder und Hund in der Wohnung gehabt. Wenn das Kind im angeborenen naturwissenschaftlichen Forschungsdrang sich dem Hund von hinten nähert, um zu schauen, was da so ist, dann wedelt der Hund das an. Auch das ist wunderbar. Zweite richtige Antwort, aber die erste richtige Antwort ist Fotografie, ein Abwedlerwerkzeug aus der analogen Fotografie. Und heute, wie gesagt, da schaut, da haben wir's, die. So hat man früher Fotos hergestellt in der Dunkelkammer. Man kann sich die Jugend ja gar nicht mehr vorstellen. Als Säbelzahntiger. Ja. So, bedanke mich für den Abwedler bei Wilhelm Mich aus Salzburg. 300 Euro Büchergutschein. Danke vielmals. Bravo. So, jetzt geht es gleich um die Fans von Peter Stöger. Da ist schon einer. Ja, da ist auch einer. Aber ist großartig, oder? Bei FC Köln wieder schauen, eine Woche später, zack, großartig. Machina bei Borussia Dortmund. Und beim BVB, da hat sich vor einiger Zeit auch anderweitig abgespielt. Und zwar im Fanshop. Die haben einen wirklich imposanten Fanshop, der Ballsportverein Borussia, BVB. Und ja, da hat ein Fanshop-Artikel für gehörig Wirbel gesorgt. Und ich möchte wissen, worum es sich dabei gehandelt haben könnte. Ein T-Shirt, auf dem gestanden ist, ist Fußball nicht eigentlich wurscht? Ja. Hey, wer klatscht so? Ja. Also den Applaus an dieser Stelle verstehe ich nicht. Kann ja, das kann ja alles jetzt sein, weil die drucken ja das Logo auf Lineale, auf Radiergummis, auf Socken, auf alles. Richtig, ja, vollkommen richtig. Das kann ja alles sein. Du hast es, natürlich kann es alles sein, aber was hat also wirklich gehörigen Protest ausgelöst? Es gab Deos, die genau nach dem Schweiß der Stammmannschaft jeweils... Sowas in der Art leider falsch. Das glaube ich nicht, weil bei Fußballern ist so, wenn irgendwas nach der Stammmannschaft riecht, ist gut. Mhm. Im Falle von zum Beispiel Dortmund ist es so, wenn irgendwas nach Schalke riecht, ist es böse. Mhm. Auch wenn Schalke besser riecht als Dortmund. Aber du würdest dir erst mit dem, also
Peter Stögers Achselschweiß als Rasierwasser war eine nette Vatertagsüberraschung. Das, für mich jetzt nicht. Für mich in dem Sinn nicht. Aber prinzipiell ja, für einen Dortmund-Fan. Nicht, wenn man den Schalke im Nacken sitzen hat. Ich weiß, dass in Deutschland gibt es ja momentan, also es gibt schon seit langem einen Haupterzfeind für alle Fußballfans, das sind die Bayern. Ja. Die Bayern sagen immer, wir trinken nachher nur Mass. Vielleicht haben die das BVB-Logo auf einer Mass und haben gesagt, ja, also so ein Bierkrug einfach. Ja. Und die Fans haben gesagt, na wirklich nicht, das sollen die Bayern. Nein, das nicht. Nein, das nicht, aber das Prinzip ist, die haben das eigentlich, ich glaube, die Leute, die das im BVB-Fanshop die Entscheidung getroffen haben, gemeint, jetzt machen wir was. Jetzt machen wir was, das ist was Gutes. Und die Fans haben gesagt, Wahnsinn, und haben das völlig in die falsche Kehle bekommen. Und das wäre eigentlich die richtige Richtung, aber es war keine Maß. Weil die Fans hätten damit Bayern assoziiert. Es war ein gelb-schwarz in Streifen gehaltenes Präservativ. Wo dann die Redewendung der faule Willi ja vollkommen anders ist. Danke, Clemens Maria. Ja. Ja, noch ein Pinguin. Nein, aber es hat was mit Bienen. Die hatten so, das hat ausgeschaut wie ein Bienenkostüm. Ach so, ja, natürlich, schwarz, so gelb was, und so. Vielleicht. Ja, das ist muss gut. Muss ich gedacht haben, wir sollten das anziehen von uns, wir sind ja Männer. Oh ja, die haben teilweise innen so, manche haben so Insektengiftstacheln innen gehabt, das ist eine Überraschung. War blöd für die Allergiker. Genau. Ja, aber es geht um, weil du gesagt hast, richtige Richtung. Es geht um was man mit einer anderen Mannschaft eher assoziiert. Nicht mit einer anderen Mannschaft, die haben es nur in die falsche Kehle. Es war das falsche Signal. Es war Kants Kritik der reinen Vernunft in einer Vorzugsausgabe in Vereinsform. Genau. Ich kann mir vorstellen, dass die also im Fanshop gesagt haben, aber dann machen wir doch auch mal was für diese Zielgruppe. Okay, dann haben sie diesen Artikel in den Fanshop gestellt, die Fans haben das gesehen und gesagt, was ist denn das für ein Signal? Wollt ihr damit sagen, was? Für die älteren Herrschaften einen Gehstock der und einen BVB-Rollator. Ja. Genau das war's, ein BVB-Rollator. Nein, genau. Das ist Wahnsinn. Das war, also, einmal, aber mit Bass, mit Bass. Naja, natürlich. Das ist, BVB, ein Riesen-Fanshop, der Rollator, in den Vereinsfarben. Und da haben einige gesagt, was soll das? Ich meine, also die reden dann ein bisschen anders. Nein, die reden genauso. Was soll denn das? Was ich meine, da könnte man ja annehmen, unsere Mannschaft braucht einen Rollator, du. Genau das ist es. Das ist ein Skandal, ja. Siehst du, kannst obwohl ich glaube, dass das Fußballspiel interessanter gestalten könnte, wenn alle einen benutzen müssen. Ja, ich glaube auch. Es hat auch sowas von so Crash-Test-Darby. Ja. Crash-Test-Faul wird schwieriger. Ja, aber kreativer da brauchst du einen echten Eisenfuß, ja? Ne? Mhm. Den mit dem Ding umschneidest. Ist mittlerweile schon wieder aus dem Sortiment genommen worden, weil die Proteste wirklich ganz massiv waren. Wird jetzt an österreichische Monarchisten verkauft. Und am 18. August in Bad Ischl verscherbelt. Gut. Ich bedanke mich bei Jürgen Schmidt aus Dortmund. Bravo. 300 Euro Büchergutschein. Danke vielmals. Meine Damen und Herren, Sie sehen, wir haben ganz viel Spaß und viel Freude mit Ihren Fragen und das würden wir gerne so weiter tun. Bitte schicken Sie Ihre Fragen, interessante Dinge der Woche an Postadresse, E-Mail-Adresse. Alles ist eingeblendet und wir kommen auch gerne zu Ihnen mit der Kamera, wenn Sie einmal meinem Rateteam die Frage persönlich stellen wollen. Diese Woche waren wir in Wien. Hallo, liebes Rateteam. Mein Name ist Angela Salchecker, ich komme aus Wien und ich möchte von euch gerne wissen, was ist eine Schneckennase? Viktor. Eine Schneckennase? Schneckennase ist. Das ist so einfach geht das. So einfach geht das. Man muss schon ehrlich sagen, also in deinem Fall ist wenigstens eine sympathische, was mit großem Haus und so. Also das ist nicht so ein Nacktschneckerl, was sie nur so. Ich glaube, ich werde heute in der Nacht noch sehr lange darüber nachdenken, was jetzt gerade passiert ist. Ja, es ist reine Liebe. Es ist alles nur reine Liebe. Aber eine Schneckennase ist ja, mit Schnecken verbindet man ja so ein klebriges Sekret. Ja, mit Nasen auch. Mit Nasen auch. Es ist vielleicht so, wenn einer so schneuzt, aber und wirklich ganz viel so Rotz in der Nase gehabt hat und der wischt das dann so weg und merkt gar nicht, dass da noch so ein bisschen so
Ja. Ja? Ja. Und das ist dann das die ist Schneckennase. Und wenn sich dann zwei Busse geben, die beide Schneckennase, dann weiß, zieht sich so ein Faden zwischen den beiden. Bitte, ich weiß also noch was Grauslicheres. Unterstützen Sie das doch nicht. Es ist... Komm, gib mir einen Schneckenbussi, komm! Eva, geht's dir gut? Nein, es sind eher als meine Kinder. Das bringen ja meine Buben beim besten Willen nicht zusammen, was ihr da gerade... Oh ja, ich komm noch mal vorbei. Ja, das Schlimme ist, deine... ich zeige Ihnen, wie ein Schneckenbussi geht. Ich finde das gar nicht schlimm. Das wirklich Schlimme dabei ist, ich glaube, dass das Taschengeld, das deine Kinder bekommen, nicht mit der Gage mithalten kann. Also davon bin ich überzeugt. Ach, die kriegen gar kein... Das darf ich nicht sagen, die kriegen kein Taschengeld noch. Die haben alles, was sie zum Leben brauchen. Deine Kinder kriegen doch kein Taschen. Und deine Mama. Und wann läuft die Mindestsicherung aus? Ich habe nicht gesagt, dass sie ein schönes Leben haben. Ja. Vielleicht ist das eine Geldbörse für deine Kinder. Sehr super. Aber sie waren scheiße. Sie haben mit dem 50er von der Oma den Start aufgekriegt, haben eine Eigentumswohnung gekauft, wie man das heutzutage macht, ne? Und damit sind sie versucht. Genau. Ich habe einen Freund, Entschuldigung, dass es jetzt nochmal, es geht noch ein bisschen in eine ähnliche Richtung, aber ich habe einen Freund, der hat eine Schneckennase. Wenn wir früher, als wir noch, früher als wir dumme Buben waren, ja, da waren wir immer beieinander und es hat leider immer einer in der Gruppe flatuliert. Und dann die ganze Gruppe hat gemacht, einer ist in der Mitte gestanden, er nicht. Die anderen haben abgewedelt. Und er ist in der Mitte gestanden und hat gesagt, ich weiß gar nicht, was habt ihr denn leicht? Und erst eine Minute später, oh ja, jetzt riech ich es auch. Schneckennase. Oder es handelt sich Oliver, um Oliver, hast mir du das Ding der Woche schon zugeschupft? Wieso, was ist das? Naja, deshalb frage ich dich ja. So ein Geldbeutel für Kinder, die kein Taschengeld kriegen. Deswegen habe ich gesagt, was ist das? Naja, das tust du rein, das machen wir nachher durch. Das gehen wir nachher wieder durch. Eine Orthopädie-Fasch mit Reißverschluss, warum auch? Nein, das ist für die, weißt du, was das ist? Golfschläger oder was? Nein, das ist fürs Auto, für den Kindergurt. Also, dass da kannst du deine Kinder angurten, bevor du sie bezahlst. Für ein Sicherheitsgurt, damit es nicht scheuert. Ja. Ja. Aber ich habe auch noch einen Tipp. Achtung, ich glaube, die Schneckennase, das könnte eine Nahkampftechnik, die mir aus meinem Besalpark jahren noch, also wo man, ich da habe am meisten Platz. Also wenn man hier und dann einmal umdreht, das so wie das Kohlohr bei den Ringern, ja. und Boxern. Ja. Sagt aber man, glaube ich, Kohlohr, oder? Dieses Blumenkohlohr, sagt der Deutsche. Blumenkohlohr. Gibt es vielleicht Leute, die gerne irgendwie nahkampfmäßig sich betätigen, gibt es dann die Schneckennase? Ja. Gut. Also so die zarte 180-Grad-Drehung, um die eigenen Argumente zu untermauern. Aber wenn der Worte genug sind. Wie eine Schnecke fällt mir nur die Zimt, bin so verfressen, fällt mir nur die Zimtschnecke ein. Mhm. Kann das nicht sein, dass die dann am Schluss nochmal so eine Nase hat? So. Na, wenn man lustig, ganz stark Zimtschnecken abhängig ist, fängt man es irgendwann an, dass man es in kleine Stücke schneiden. Und wenn einer so eine Schneckennase hat, wie ich es beschrieben habe, wenn das trocknet, dann schaut es auch aus wie dieser Zuckerguss über. Mal lecker, 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 lecker. Ich gebe euch einen Tipp. Und zwar, der Tipp heißt, liebe Angela Salchegger, was ist deine Schneckennase? Das ist eine Schneckennase. Das ist eine Einfassung für Hochbeete, die verhindert, dass Schnecken hinaufkraxeln und ungebetene Gäste werden. Ja, logisch. Was war das jetzt für ein Aha-Erlebnis? Naja, ich habe sogar mal eine gekauft, aber mir haben sie es als Schneckenkanten verkauft.
Du hast ein Stockbett vorsätzlich ins Dunkel geführt. Ja. Na, Stockbett für so einen Buben, aber er hat glaubt. Falsch geschrieben. Gut, es geht eigentlich um Pinguine und Eichkatzeln, ja, und Hörnchen, aber ich hätte jetzt auch noch eine Schildkröte anzubieten. Okay, kann man alles essen? Wenn es genehm ist. Ja, in dem Fall eher nicht. Ich hätte nämlich ein Piktogramm mit einer Schildkröte anzubieten und möchte von euch wissen, was hat das zu bedeuten? Vorsicht, bei Kometenschauern langsam fahren. Bei Kometen? Mhm. Na, Achtung, große Schildkröten auf der Straße. Fahren Sie ja noch nicht hinten rein. Aber was ist da mit dem Kometenschauer, den der Clemens schon nicht... Bei ungeschickten Paarungsversuchen von Autos an Schildkröten Blitzlichtgewitter. Was immer es auch heißen mag. Oder auch eine Radarfalle für Langsamfahrer. Ja, das ist es. Herrlich. Na, schau, was geht heute dahin. Das flutscht ja anders. Es gibt ja Mindestgeschwindigkeit auf einer Nahe. Ja, ja. Oder Schildkröte schlägt Funken, wenn sie angefahren wird. Hm? Feuersteinkröte. Ja. Ja, die Sterne irritieren, das ist richtig. Ja, ja, die müssen noch in einen Bezug bringen, diese Sterne und die Schildkröte. Ja, die Sterne, also ich kenne das aus Comics, das ist, Sterne sind dann auch oft über etwas, wo man sagen würde, es ist jetzt blitzblank und sauber oder so. Ne? Das Auto dann Kolbenreiber, also bei Sterne. In der Nacht fahren Sie bitte vorsichtig, weil Schildkröten die Fahrbahn kreuzen. Das ist schön. Pass auf, das Lustige ist, wir haben ja immer die Leute aufgerufen, uns Piktogramme zu schicken. Meistens kommt irgendwie aus China, Japan, Asien, irgendwo kommen aus dem Urlaub. Es ist eingeschickt worden aus München, aber das Schild aufgenommen wurde in Wien-Währing. Das finde ich so großartig. Vorsicht, da war der Vorlauf. Vorsicht, der gespritzte vorhin fort wie ein Schildkröte. Ja. Da schau, ein Lieblingsfilm von mir. Juhu. Ja, aber es ist in jedem Fall irgendwas Inoffizielles, weil das schaut so selber zeichnen aus. Inoffiziell. Das hat auch kein Verbot, keinen roten Querstrich. Das Verbot ist irgendwas, was auf einem Heurigen hängt. Oder? Nein. Nein, das ist der Heckaufkleber gegen meinen selber gezeichneten Audi TT sind alle anderen Schildkröten. 4 Sterne. Das ist ja okay, aber es ist trotzdem offiziell im Gebrauch. Das heißt, es hat nicht irgendjemand in Wien-Währing in der Wohnung hängen, wo der Herr aus München gerade zufällig vorbeikommen ist, sondern das hängt offiziell im Türkenschanzpark. In einer Serviceeinrichtung. In einer Tankstelle, bei einer Waschstraße, wo man nicht nur sein Auto, sondern auch seine Schildkröte waschen kann. Also bis auf das Letzte gefällt mir die Antwort ganz hervorragend. Bitte es gerne. Bei einer Waschstraße. Siehst du, sag ich ja. Vorsichtig langsam fahren, irgend sowas. Abstand halten. Vorsicht, in unserer Waschstraße geht nichts weiter. Es ist das letzte Schritt, bevor du wieder rausfährst. Du bist nämlich schon frisch gewaschen und funkelst. Und es ist so, dass anscheinend, wenn du dann in den Verkehr zurückkommst oder auf diesem Gelände der Waschstraße, soll man eben langsam fahren wie eine Schildkröte. Also es wird nach dem Waschvorgang irgendwie Gas geben und raus, sondern bitte fahren Sie langsam raus. Und das soll dieses Piktogramm darstellen. Und die Leute, die das sehen, machen aber allerdings, aha, verhalte mich wie eine Schildkröte, fahren heim an den Strand, wo sie geboren wurden, legen dort ihre Eier und fahren dann mit dem frisch gewaschenen Auto wieder heim. Ich meine, das ist überhaupt nicht zielführend. Wunderbar. Die Landwirte aber reden ja nicht. Wäre da nicht ein Schild, wo steht langsam rausfahren, wesentlich effizienter? Es gibt da also neue, da steht einfach zum Beispiel 10 in so einem, also ja, schwarz auf weißem Grund, die sind auch sehr gut. Wir haben jetzt so 10 Minuten netter Rot. Nein, es gibt halt Menschen, die vielleicht nicht so gut lesen können, aber dafür gut Auto fahren können. Aha. Und für die ist das gedacht. Nein, die gibt's nicht. Also. Entschuldige, es gibt Leute, die nicht gut lesen können, aber es gibt was keine Leute, die gut Auto fahren. STOP, was heißt das? Ja, STOP, genau. Ich kann nicht so gut lesen. Gut, aber auf jeden Fall aus Wien-Währing und eingeschickt hat es Georg Oberwinkler aus München. 300 Bravo. Euro Büchergutschein. Danke vielmals. Mega.
So, jetzt freue ich mich schon sehr auf das Ding der Woche. Mhm. Als einziger, wie meistens. Ja, ist, ah, das ist aus dieser Autobahnstraße. So, es ist, nicht aus der Autobahnstraße. Ich zeige Ihnen via Insert einmal, wozu das Ding der Woche dient. Und ja, es geht gerade ein großes, schallendes Gelächter durch österreichische Haushalte. Und jetzt glaubst du? Ja, jetzt. Wir bloggen uns da seit einer Dreiviertelstunde, wenn du ein Fetzenherz sagst und schallendes Gelächter. Jetzt die Leute lachen immer, wenn ich meinen Fetzenherz sage. Das kann man relativ einfach rausziehen, oder? Ja, muss man aber nicht. Soll man nicht. Es wird so gebraucht, wie es ist. Ja, das ist so ein Plastikding und da sind einfach diese Filzdinger da durchgefädelt. Und immer einmal grau, einmal rot. Das ist nicht nur schön, sondern auch praktisch. Das ist ein Seuchenteppich. Und ist urweich. Für ganz kleine für Schildkröten. Seuchen. Für ganz kleine Seuchen. Definitiv nicht für Pandemien. Für einen leichten Schnupfen. Also für mich. Nein, du hast einen schweren Schnupfen. Okay. Kann man vielleicht immer was reingeben und dann ein Maschel machen? Oder... Oder es gibt ja so ganz viele Produkte, wo man die Reflexzonen der Fußsohlen irgendwie stimulieren kann. Ja. Und die Leute sind wahnsinnig empfindlich auf den Fußsohlen. Ja. Ich bin ein harter Hund, mir war das zweig. Aber vielleicht so quasi als Einstieg für die Fußreflexzonenmassage ist dann das quasi. Ja? Leichte, das ist die erste Stunde von Wie liege ich auf einem Nagelbett. Genau. Das klassische Nagelbett für Weicheier. Bitte schön. Also so würde ich auch Fakir lernen. Also das wäre morgen nur eine Umschulung mit 52. Ich wäre jetzt schön weich, gell? Ja. Würdest du auch Filz sagen? Filz? Ich glaube, es ist Filz, ja. Das ist ein politisch korrekter Fedehandschuh. Wenn man jemanden zum Duell fordert, wenn man aber nicht gleich wettern würde, dass man so... Das ist großartig. Ja. Du böser Morgen du. Um 6. Bevor ihr nämlich der Schiers, haue ich einen Fützbotschen ins Gesicht. Herrlich, ja? Mit zwei Abwedlern. Das ist ein Reisekopfkissen. Sehr schön. Urpraktisch. Oder? 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 Ja. Das Implantat. Ja. Genau, das Silikon soll ja gar nicht. Ein stilisiertes Brustimplantat für alte Videokameras, die sehr grob aussehen. Schwarz-weiß natürlich. Sag du was, bevor es deppert, Kudos. Du, der löst das gleich wieder auf. Ich sag dir, der hat heute schon sehr viel gute Ansätze. Nein, er hat das Geduldsspiel entdeckt. Ja? Es hat zwei Seiten. Und wenn man es umdreht, ist wieder die andere. Damit bin ich eigentlich schon beschäftigt am Nachmittag. Aber ja. Es ist vielleicht, um irgendwas schonend zu lagern oder so, da drauf zu legen oder so, wo man sehr aufpassen muss und das man aber auch trotzdem ganz gern verlieren möchte dazwischen. Nein, es geht sich nicht aus jetzt inhaltlich, aber ich ziehe einfach trotzdem einmal eins raus. Nein. Sicher. Du sagst zwar, man muss nicht, aber ich sehe das überhaupt nicht ein, warum nicht wir mal die Leute ärgern sollen, die uns das schicken. Was? Also. Widerstand! 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 Revolution! Ich habe nachträglich eine Theorie. Im Sommer bin ich mal im Schweizerhaus gesessen und haben neben mir mehrere Menschen Stelzen gegessen. Und es waren relativ schnell die Papierservietten einfach aufgebraucht, weil die haben die Fetten bis unter den Haaransatz gehabt. Und die haben eine Schneckennase gehabt. Filz saugt ja gut. Ja? Das sagst du, das kann man dann ausziehen, waschen und bei der nächsten Stelzen kann der wieder. Also das sollte eigentlich filzmäßig sollte das auch Stelzenfetten aufsaugen. Na, welche Seite wird denn verwendet? Die, so wie es liegt. So wie es jetzt liegt, wird es verwendet. Das war ein Tipp. Danke, dass du das so raffiniert gemacht. Und das, ja, ist es wichtig, dass man es in eine Richtung... Nicht gegen den Strich! Du nochmal. Entschuldigung.
Ah, schau, da ist kein Seitengegenstück. Ah, es ist ein analoger Anbräter. Na, aber vielleicht ist es wirklich sowas, es ist eine Allergikerkatze. Okay. Relativ billig in der Erhaltung. Ja. Stuben rein ab der Lieferung und ja. Man hat trotzdem so ein bisschen das Gefühl, da ist wer. Da ist wer. Da ist endlich wer, der mich versteht. Da ist wer. Wunderbar, ja. Und du kannst auch ohne Probleme auf Urlaub fahren. Absolut, ja. Das kannst, da kann sich ruhig der Nachbar. Kann es auch mitnehmen. Also es ist, ja, vielleicht vom Kostenfaktor, es ist eine Mindestsicherungskatze. Sonst die. Die werden es da auch noch wegnehmen. Ja, das kann natürlich sein, dass du es verkaufen musst, bevor es dir geht. Aber ist sehr schön, zwei Färben. Aber die Farben sind wurscht, oder? Das sind ich glaube, die sind wurscht. Wurscht. Das könnte auch blau und grün sein. Ja, also der weiß Witter, ich nicht. Der Wittersäck würde sagen, das ist schönes Grau. Ja. Nein, es ist ja nicht für dich gemacht. Also das Verwenden, also du kaufst es, aber du gibst es dann jemand anderem. Ich verstehe. Ja, du. Das ist ein klassisches Geschenk, so schön. Ja, sicher, gibt es, wenn ich den Schaß nicht brauche. Ja, ich kaufe es, aber ich gebe es für anderen. Ja, genau. Nein, aber das heißt, aber wenn du mal so kommst, ist was für ein Computer. Wenn ich das so komme. Nein, das ist wie für jeden also von diesen Anwesenden hier. Auch die, die mit Computer umgehen können, hat das damit nichts zu tun. Also zum Beispiel der Gerald wird es auch kaufen und auch hergeben. Naja, hergeben. Er wird es nicht verwenden. Er kauft es für etwas, was bei ihm zu Hause wohnt, wenn es denn wohnt. Meine Frau? Nein! Na, dann ist es für irgendein Haustier. Ja. Jetzt müssen jetzt wir nur wir. Noch herausfinden. Jetzt reden Motten, wir aber mal klar. Motten, Pullover gängen. Motten, genau, am Mottenfänger. Am Mottenbiotop. Es ist ein All-You-Can-Eat-Mottenbuffet. Ja? All-You-Can-Eat? Na, Filzlaus. Nein! Na sicher! Sag mal, jetzt hat er gerade gesagt, was bei mir wohnt. Hat sie irgendwie angeregt oder was? Ich glaube, ich bin. Wenn es denn wohnt! Das ja, habe ich schon weil verstanden. Weil er dazu sagt. Ich hab's schon verstanden. Hamster! Hamster! Das ist ganz klar, das ist für ein Hamster. Nein, ja. Bei mir wohnt kein Hamster. Ja, das weiß ich aber, wenn es denn wohnt. Es ist für ein Hamster. Du würdest das kaufen, wenn du einen Hamster hättest. Ja. Dann würdest du das kaufen, würdest es zu Hause dem Hamster hinstellen. Und nichts der anderes. Hamster schenkt's auch weiter. Ja, da denkt jemand. Also. Der Hamster schaut sich das ein paar Tage an und denkt dann, ich komm auch nicht drauf. Ich geb's dem Meerschweinchen. Ich muss mich korrigieren. Also nein, ich muss etwas ergänzend hinweisen. Es ist nicht nur für Hamster, es ist auch für Meerschweinchen. Schwein, habe ich ja gesagt, Meerschweinchen. Nein, du hast Hamster gesagt. Ich hab gesagt, der Hamster schaut sich das ein paar Tage an und schenkt es dann dem Meerschweinchen. Das habe ich nicht gehört. Es ist für Hamster und Meerschweinchen. Es ist ja. Also nur für Leute, die Hamster und Meerschweinchen oder daheim haben. Ich habe einen Bisam am Rotzen. Ein Renner. Ja, würde, glaube ich, auch. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Alle Nagetiere. Ja, aber feiern wir nicht morgen Tag des Hörnchens, dann nimm's mit und haus in den Wald. Na, die Nagen. Nagetiere, die ja, Nagen am Fisch. Das leg jetzt dem Meerschweinchen so in den Käfig. Nein, nicht so. Nicht so. Also ist das zum Nein. Hallo, liebes Meerschweinchen, da, ich hab es für dich. Hute. Ja, oder das, wie? Das Meerschweinchen wird natürlich nicht den Filz fressen. Das ist voll zum Aufgrauen. Er will wirklich, dass es ja am Ume bringt. Nein. Meinst du, sonst steht er immer schon da und sagt, ich nehm's mal, ich demonstriere es euch mal. Aber ich bin krank. Ja, mach. Ciao. Ja, cool, aber es... Jetzt wissen wir, das ist für mich, aber was macht das Meerschweinchen damit? Oliver, mach uns den Hamster! Wir spielen das jetzt. Nehmt also mal bitte alle an, das ist ein Meerschweinchen. Okay, gut, alles klar. Das so, lebt jetzt auf. Da und bei was, dir. Was frisst denn so ein Meerschweinchen? Das war's doch innen, die eigenen Kot. Gut, nein, das nicht. Also, das heißt, wir nehmen jetzt mal die Salatblätter. Das Meerschweinchen würde sich für diesen Filzbeutchen überhaupt nicht interessieren, aber... Ich nehme das Futter vom Meerschweinchen und tue da. Es da rein. Und was macht jetzt ein Meerschweinchen? Was machen gerne Nagetiere? Sie schnüffeln. Genau. Und das ist ein völlig natürliches Verhalten für so ein Meerschweinchen, weil die machen das immer gerne. Schnüffeln, riechen und dann finden sie Futter. Und deswegen ist das eine Schnüffelmatte. Und jetzt, pass auf, jetzt kommt noch was. Ich muss jetzt noch wirklich aus der Bedienungsanleitung, aus dem Text, der mitgeliefert wird, wenn du das kaufst vom Hersteller, großartig. Die Schnüffelmatte dient der Förderung des natürlichen Verhaltens und bietet Schnüffelspaß auf höchstem Niveau. Also,
Ist das super? Bravo. Das war Schnuffelspaß auf höchstem Niveau. Aber hervorragend, das heißt, dargestellt von Gerold Rudler. Das heißt, die kann ich. Das heißt aber auch, die kann ich zum Beispiel meinem Mann ins Bett legen, wenn ich mehr Wochen weg bin. Da braucht der Schnüffelspaß auf höchstem Niveau. Aber mit einem Hamster verheiratet? Ich meine, das Einzige, was feststeht, die Produktdesigner, die gesagt haben, das ist eine gute Idee, die haben in der Besprechung Schnüffelspaß auf höchstem Niveau gehabt. Weil sonst fällt da sowas nicht ein. Also. Schnüffelspaß auf höchstem Niveau, das finde ich wirklich ganz großartig. Und ist das ein Renner? Ich habe keine Ahnung, ich habe kein Verkaufslogo. Ich habe kein Meerschweinchen, ich habe kein Hamster. Müsst ihr mal auf Meerschweinchen Facebook schauen. Schnüffelspaß auf höchstem Niveau und ich bedanke mich, wir hatten auch Spaß auf höchstem Niveau. Nora Meixner aus Coburg, 300 Euro Büchergutschein für die Schnüffelmatte. Was gibt es Neues im Theater? Kommenden Donnerstag, Uraufführung im Theater in der Josefstadt, eine Welturaufführung, das neue Stück von Peter Turini, Fremdenzimmer, interessanter Stoff. Ein Flüchtling aus Syrien wird von einem älteren österreichischen Ehepaar beherbergt und kurzerhand vereinnahmt. So, Regie führt der Chef persönlich, Herbert Föttinger, in den Hauptrollen Uli Meier und Erwin Steinhauer und letzterer hat die Promi-Frage für uns. In Peter Turinis neuestem Werk Fremdenzimmer, das ich zurzeit im Theater in der Josefstadt probiere, wird unter anderem die Frage aufgeworfen, was Fremdsein bedeutet. Ist uns nur der Fremde fremd? Sind wir uns nicht alle irgendwo irgendwie fremd? Ist euch, liebe Freunde und Kolleginnen, der Begriff Sitz Pfeifen. Fremd oder vertraut? Was sind Sitzpfeifen? Das finde ich sehr, ja. Wie er euch angeschaut hat, würde ich es persönlich nehmen. Ja. Ja, würde ich schon, aber. Ja, schön. Ich glaube, in Kreisen, wo man ein Abonnement für die Josefstadt unterhält, ist Sitzpfeifen ein Euphemismus für den Euphemismus Leibeswind. Was? Leibeswind. Alter. Weil du zuerst gesagt hast, Josefstadt, und das kann natürlich schon sein, Sitzpfeifen, da sind ja auch so viele ältere Herrschaften auch immer drinnen, die Hörgeräte mit haben. Ja. Und die fangen ja dann auch auf zum Pfeifen an. Und ich weiß noch aus meiner Zeit aus dem Theater, dass Schauspieler einander dann immer fragen, und wie sind's heute? Und das kann ja dann durchaus so ein Begriff sein, lauter Sitzpfeifen. Also, ja, sitzen halt drin und das ist ein leichtes. Beim Sonntagnachmittagsabo der Josefstadt, es ist im grässlich. Publikum 85- bis 90-Jährige in Begleitung ihrer Eltern. Ja, Großeltern. Ja, und sie hören es ja nicht. Nein, auch nicht, nein. Natürlich auch nicht. Aber wenn es Sitzpfeifen gibt, dann gibt es auch Stehpfeifen. Ja, aber weiß ich nicht. Es kommt aus dem Orgelwesen. Hey, es kommt aus dem Orgelwesen. Weil jede mechanische Orgel hat ja Pfeifen. Ja, und die einen sitzen und die anderen stehen. Danke, ist nicht gelöst. Du Pfeifen, ne? So, ich hätte es noch anfügen müssen. Das will ich mir aber nicht. Das ist, deine Aufgabe. Das, Aber vielleicht ist es, also ich habe das zum Beispiel in meinem Auto, wenn da jemand nicht angeschnallt ist und aber mein Auto erkennt, dass da schon wer ist, weil ja das Auto relativ genau aufpasst, ne? Dann ertönt eben dieses Sitzpfeifen, das mir besagt, erst da sitzt wer, der hat sich aber nicht angehört. Und du sagst zum Auto, das ist meine Aktentasche, du Scheißkirche. Aber es nutzt nichts. Ja. Und das Auto sagt, piep, 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 piep. Ihr seid beim Auto jetzt schon. Auto. Ja, Auto ist gut. Nein, wirklich, Auto ist gut. Das ist jetzt nicht eine falsche Fährte, Auto ist gut. Oder es ist, es werden ja vor allem im amerikanischen Fernsehen, werden ja die schierigen Worte immer mit einem Ja.
Und vielleicht erstreckt sich das nicht nur auf schiere Worte, sondern auch auf schiere Geräusche. Also wenn man zum Beispiel in einer humorigen Sendung wie dieser jemanden mal Schasplodern unterschiebt, wenn der sich dann setzt und erfolgreich dieses Geräusch ertönt, wird es sofort durch ein ersetzt. Das wäre das Sitzpfeifen. Das ist das Einzige, weil ich froh bin, dass wir nicht im amerikanischen Fernsehen ausgestrahlt werden. Unsere Sendung, können Sie sich das vorstellen, das ist ein permanenter Dauerton. Was gibt es Neues? Und sag mal, echt Glück gehabt. So, pass auf. Dann erlöse ich euch von eurem Leid und frage Erwin Steinhauer bitte, was ist denn unter dem Begriff Sitzpfeifen zu verstehen? Sitzpfeifen finden wir in Autos. Bei der Herstellung von Fahrzeugsitzen wird der Bezug längs und quer in parallelen Streifen abgenäht und diese Stoffröhren, die einzeln gefüllt werden, nennt der Fachmann Sitzpfeifen. Dankeschön, Erwin Steinhauer. Ich bedanke mich auch bei meinem exquisiten Rateteam. Großartig wie immer. Danke an die Herrschaften und Landschaften. Nein. Danke auch an die Leute hier im Saal und bei Ihnen zu Hause. Ich freue mich auf ein Wiedersehen am nächsten Freitag bei Was gibt es Neues? Alles Liebe, schönes Wochenende.